Jetzt drittens. Gemeinde gibt dir Prinzipien, nach denen du leben kannst. Ja? Gibt uns Prinzipien vor. Das ganze Römer Kapitel 12 gibt uns gute Prinzipien, wie wir leben können. Ja? Können wir eine Bibelstunde mal gesondert durchmachen. Ja? Das ist einfach interessant, wie Gott das sieht. Ja? 1 und 2, Römer 12. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist der richtige Gottesdienst, ja? Gottesdienst ist nicht einmal Sonntag jede Stunde, zwei abzuhalten, sondern wirklich sein ganzes Leben als ein lebendiges Opfer ihm darzubringen, ja? Euer ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ja? Das ist es, diese Ausrichtung muss man haben. Gott, wie denkst du darüber? Wie denkst du darüber? Wie denke ich darüber? Erneuerung der Sinne, das heißt es, ich bin bereit, mich verändern zu lassen von Gottes Wille. Ja? Es ist mir wichtig, dass ich Gottes Wille finde, dass ich herausfinde, das ist dein Plan für diese Sache. Darum brauche ich sein Wort in meinem Herzen. Seine Gedanken werden meine Gedanken. Und dann werden wir Gott näher. Dann kommen wir ihm näher und wir verstehen, für was wir leben. Gottes Wille, Gottes Gedanken, unsere Gedanken. Und dann geben wir das an Segen weiter für die Menschen. Gemeinde gibt wunderbare Prinzipien vor. Ja? Okay? Das ist aber auch wirklich so. Ja? Gott liebt es, Menschen zu segnen. Aber auch nur die, die ihn ernst nehmen. Ja? Die wirklich nach ihm suchen, die nach ihm fragen, die eine Antwort von ihm wollen. Die liebt er zu segnen. Er liebt die zu segnen, die ihm gehorsam sein wollen. Ja, Gott, du willst, dass ich da in diesem Bereich so handle. Und dass ich die Sünde ablege, dass ich die Sünde ablege. Und du hilfst mir, da rauszukommen. Damit ich leben kann, damit ich Kraft zum Leben habe. An Gottes Segen ist uns ja alles gelegen, hoffentlich. Dass wir wirklich Gottes Segen wollen. Das ist manchmal die Frage, denke ich, die wollen doch eigentlich gar nicht Gottes Segen. Die wollen doch gar nicht, die lieben doch lieber die Dinge dieser Welt. Die wollen doch gar nicht von Gott gesegnet werden. Die setzen auch gar nicht alles daran, Dinge aus ihrem Leben rauszuschmeißen, damit Gott segnen kann. Gott kann nicht alles segnen, was wir tun, weil es ihm nicht gefällt. Psalm 119, 162 heißt es, ich freue mich über dein Wort wie einer, der einen großen Schatz findet oder der fette Beute macht. Ja? Ist das wirklich so, dass wir über sein Wort freuen? Wenn wir sein Wort lesen, dann sehen wir auch manchmal, wo wir falsch liegen. Es ist auch ein Korrekturbuch. Es ist Lebenshilfe, es ist ein Korrekturbuch, wo es uns Korrektur gibt für unser Leben. Und dann wird es uns zum Schatz. Wenn wir uns korrigieren lassen von Gott. Und das ist so schön, wenn wir dann daraus leben lernen. Okay, Saat und Ernte habe ich vor kurzem hier drüber geredet. Ja? Das ist ein biblisches Prinzip. Das müssen wir aber echt begreifen als Christen. Galater 6, 7 und 8 heißt es. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Der kommt am Ziel an. Ja? Der, wo auf sein Fleisch sät und sein Leben nur genießen will auf dieser Erde, ich weiß nicht, ob er ankommt. Die Verheißung gibt mir die Bibel nicht. Aber der auf den Geist Gottes sät und sich von ihm führen und lenken lässt, der kommt an. Und Gott wird ihn segnen. Und die Ernte ist groß. Und er hat Ausschau danach, ja? Durch unser ganzes Leben hindurch sind wir alle ständig am Säen und Ernten. Selbst wenn wir uns dessen
oft gar nicht bewusst sind. Wir sehen durch unsere Worte, wir sehen durch Haltungen unseres Herzens, wir sehen durch Reaktionen, durch Handlungen, ja, wir sehen immer, besonders durch die Frucht unserer Lippen, ja, was wir reden, kommt in unser Leben hinein. Wenn es manchmal Unglaube ist, kommt es auch in dein Leben rein. Aber nicht als Segen, sondern im Gegenteil. Okay, soweit zu dem dritten Punkt, zu den Prinzipien.